Hallo liebe Zuschauer, ich hoffe, dass ihr euch freut auf das, was wir uns zeigen, was wir euch jetzt zeigen wollen, denn wir haben viel vorbereitet für diesen Beitrag. Es geht darum, all die skeptischen Apple-User, die ganz gerne ihre Macs so haben wollen, wie sie jetzt sind, ne, und die nicht immer nur hören wollen, ja, künstliche Intelligenz hier, künstliche Intelligenz da, ne, die nochmal ins Boot zu holen und denen nochmal zu zeigen, dass das wirklich viel mit dem Mac und Apple zu tun hat und dass das auch den Mac wirklich grundlegend verändern wird, auf eine positive Weise. Also das ist sozusagen der Sinn dieses Beitrags und helfen werden mir der Michael und der Basti. Hallo ihr beiden. Hallo. Schönen guten Abend, hallo. Also, ich will euch Dinge zeigen auf dem Mac mit künstlicher Intelligenz, die illustrieren sollen, warum das für die Zukunft eine ganz wichtige Technologie ist. Und den Anfang möchte ich machen mit einem Porträt von Michael. Michael, das ist wirklich ein sehr schnuckliges Bild von dir. Es ist ein aktuelles Foto, das jetzt auf für Konzerte oder sowas irgendwie entstanden ist. Und ich habe das dann mal als Vorlage genommen für künstliche Intelligenz und habe mir geguckt, wie wird das aussehen, wenn wir in den 20er Jahren uns befinden würde. Und die künstliche Intelligenz macht daraus Folgendes, ne? So schwarz-weiß, so einen leichten Sepia-Tint, die Brille auch modisch verändert. Man sieht aber so die Nase und die Augen, ne, das passt so ganz, ganz gut so irgendwie. Ne? Man merkt schon irgendwie, das könnte der Michael sein. Man hat dich auch so ein bisschen verjüngt, ne? Obwohl du eigentlich da jugendlicher aussiehst als auf diesem Bild. Aber der entscheidende Punkt ist, wie die künstliche Intelligenz meinen Befehl aufnimmt und dann da sich einen Reim draus macht, was meint der überhaupt, wenn ich sage, transferiere das Bild in die 20er mit Brille und Bart und so weiter und sich dann die richtigen Sachen rausklaubt. Und die Intelligenz, die das Ganze ermöglicht, wie schwer ist das? Sind das jetzt hunderte Terabyte, Gigabyte an Daten, ne, dass so eine Intelligenz meinen Befehl versteht, die Bildinformationen hat, aber auch die Logik, um dann so das Ergebnis zu erzeugen. Das sind 4 Gigabyte. 4 Gigabyte und ihr habt diese Intelligenz, das finde ich also unglaublich. Und ich habe noch eine Sache, und zwar, ihr wisst ja, ich arbeite ab und zu an Büchern, das sind so historische Schinken, und da wollte ich ein Bild haben, Moses vor dem Berg Sinai mit den 10 Geboten und so weiter. Und guckt mal, was die künstliche Intelligenz daraus gemacht hat. Ne? Also ich wollte praktisch so einen ganz, ganz riesigen Berg und dann den Moses da und dann faucht und zischt und da Blitze donnern und Wolken und so weiter. Ist eigentlich unfassbar, wie sich die künstliche Intelligenz diese Szene zusammen fantasiert, einfach indem es überlegt, ah, Moment mal, was finde ich im Web, wie so eine Szene aussehen müsste. Ne? Moses, Berg Sinai, 10 Gebote und so weiter und hat dann genau diese Stimmung getroffen. Ich kann euch aber sagen, es hat ein paar Anläufe gebraucht, bis ich dann dazu gekommen bin. Also ich musste sozusagen meinen Befehl immer wieder leicht anpassen und dann musste diese Engine ein paar Vorschläge machen, sagen wir mal 10, 20, 30 Vorschläge und dann suche ich mir 2 aus, um die ein bisschen weiter zu verfolgen. Jetzt würde ich euch erstmal zu Wort kommen lassen, Michael und Basti, bevor ich euch dieses Werkzeug mal zeige, was für einen Eindruck habt ihr von diesem Ding? Aber zieht noch kein Fazit. Michael. Man muss wirklich staunen, was da zusammen kompiliert wird und das mit Sprachbefehlen, nicht? Freilich braucht man da ein paar Versuche, weil es ja sehr komplex. In meinem Falle würde ich sagen, also das Bild, das du vorher gezeigt hast, es ist auch bemerkenswert, was man so da rein interpretieren kann, indem man die Sachen dann künstlich alt macht. Und da dürftest du ja nicht 15 Versuche gemacht haben, sondern das ist wahrscheinlich ziemlich mit den Parametern, die du eingegeben hast, relativ schnell rausgekommen. Und das finde ich ist erstaunlich. Ich möchte, bevor der Basti drankommt, noch eine weitere Variante zeigen. Und zwar diese hier. Da sieht man den Berg Sinai. Der Volk der Israeliten steht davor und wartet jetzt, dass der Moses da runterkommt. Also das hat irgendwie nochmal auch so eine Spannung. Ne? Und das auf einem Buchcover,
Das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Ne? Das ist diese dunkle Version. Da könnte ich mir jetzt irgendwie eine weiße Schrift da gut vorstellen, wie Dramatik und so. Ne? Aber das wirkt irgendwie auch ganz realistisch. Ne? Da könnt ihr sehen, dass also diese Engine sich so unterschiedliche Halluzinationen zusammenfantasiert. Also sie setzen immer die gleichen Stückchen immer wieder neu zusammen, ne? Und kommen dann so vom einen aufs andere. Ja, Basti, du bist dran. Ja, spannend, wie man jetzt bei den beiden Varianten auch sieht, dass sie im Grunde in dem Prompt jetzt versucht, ich sag mal, Distanz zu schaffen, innerhalb, indem man vorne oder unten nochmal unter dem Berg nochmal so Wolken und Nebel und so weiter hat, sodass man im Grunde sagt, der hat wahrscheinlich zwei Bilder einfach oben und unten zusammengeflanscht und dann, dass die Schlange mit Nebel übertüncht. Aber dennoch sieht das ja schon aus, als wäre da ein Zeichner oder ein 3D-Künstler endlich mehrere Stunden oder sogar Tage beschäftigt gewesen. Und dafür ist das dann wirklich sehr, sehr beachtlich. Auch die Wolken und so weiter sehr gut aus. Alles klar. Basti, du stotterst ein bisschen von deinem Bild. Vielleicht machst du nochmal irgendwie einen Reload oder so. Ja, ist nicht weiter schlimm. Yes. Es kann auch so bleiben, aber wenn du gerade dabei bist. Ne? Hier, dieses Bild ist tatsächlich so quick and dirty. Ne? Man kann dann mit so einem Schieberegler, werdet ihr gleich sehen, einstellen, welche Qualitätsstufe das haben soll. Und dann müsste man auch dann so Befehle geben, wie zum Beispiel, nimm das Bild und lass das aber aussehen wie ein Ölgemälde oder so. Weil das jetzt schon noch ein bisschen computerisch aussieht. Ne? Also das müsste man dann schon noch feintunen. Und das braucht dann auch wieder die Expertise und auch den Geschmack eines Könners irgendwie. Ne? Also, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass diese Werkzeuge jeden Menschen obsolet macht, sondern einfach, dass er einfach noch bessere Werkzeuge bekommt irgendwie. Ne? Da kann es ja auch drum gehen. So, und jetzt gucken wir in die Kommentare. Aber wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen, weil ich nämlich jetzt dann wirklich mal diese Demos zeigen will. Also wie macht man das? Ne? Und dabei werden wir viel Zeit brauchen. Also, Blue Gonzo sagt, meiner Meinung nach sollte KI für E-Mail-Sortierung, Spam-Filter oder auch im Finder für die Verschlagwortung, Sortierung etc. genutzt werden. Für die Bildbearbeitung finde ich es nur als Spielerei, abgesehen mal von rechtlichen Gründen, also Recht am Bild. Ne? Ja, aber was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Fachbuch schreibst, wo du weißt, das lesen nachher am Schluss 1000 Leute? Ne? Da musst du dann irgendwie mal kleine Brötchen backen. Ich habe jetzt dort einen Schinken, wo ich also hunderte von Bildern verarbeiten werde und die kann ich auf keinen Fall lizenzieren. Ne? Ich kann mir vielleicht gerade mal eins leisten oder sowas. Ne? So, das sind also diese Kommentare, die jetzt rankommen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ach, hier ist noch einer von U. Eberl. Er sagt, man sieht ganz klar Motive ohne realen Bezug, zum Beispiel Bergsina-E, sehen meist gut aus. Fantasy-Bearbeitungen mit realem Bezug von Personen sind sehr schwer. Die Haut von Michael war ja sehr fantasielos umgewandelt. Gerade die Lichtführung, Lichteinfall, Schatten sind aus der KI meist noch schlecht. Ja, das stimmt, aber man kann praktisch diese KI, die ich jetzt da verwendet habe, so als Basis verwenden. Und dann schleust man das in ein weiteres KI-Modell, das speziell auf bestimmte Dinge spezialisiert ist. Auf Haut, auf Falten oder dass es sehr comic-mäßig aussieht oder dass es dass Blätter auf Bäumen sehr natürlich aussehen. Ne? Und das sind dann praktisch so wie so verschiedene Stufen, die man dann noch so drauf flanscht, wie so Plugins. Und das habe ich aber alles nicht benutzt. Aber das geht so, wie sich das Ding die große Szene zusammenfantasiert, kann es sich auch ganz bestimmte Details zusammenfantasieren und man muss es dann einfach nur sich sozusagen installieren, ja, in diese Software, die ich euch gleich zeige. So, und jetzt muss ich hier ein bisschen umbauen und zwar jetzt habe ich Folgendes vor. Ich werde jetzt mich hier verbinden mit dem Mac Studio, der im Nebenzimmer steht. Und der ist jetzt angeschlossen an ein größeres Display. Also wir sehen die Dinge jetzt ein bisschen kleiner, aber das ist egal, weil wir im Wesentlichen nur so ein überblicksartiges Ding erstmal brauchen. Und die Feinheiten, da kommen wir dann später noch dazu. Der wichtige Punkt ist, und werdet ihr gleich sehen, warum, wir brauchen jetzt hier Rechenpower ne, ohne Ende. Und ich habe also hier tatsächlich ein sehr schnelles Gerät, ein M1 MacBook. Ne? Das hat auch eine gute Grafik, aber ihr werdet gleich sehen, da ist alles zu spät. Ne? Und da sind wir also schon auf meinem Mac Studio. Und das ist also jetzt diese
diese Software und die basiert auf einem Open Source Framework, also auf einem Datenklumpatsch, der heißt Stable Fusion. Und das ist also eine Bildgenerationssoftware, die per Open Source veröffentlicht wurde. Das heißt Stable Fusion. Und da muss ich jetzt ein paar Dinge erklären vorher, aber wir werden es nachher noch verfeinern. Also da wurde jetzt praktisch per Open Source ein Modell errechnet, so praktisch sozusagen das Modell heißt, ein Gehirn wurde erzeugt. Ne? Und da, das läuft auf Servern, dann wird praktisch das Gehirn wird aufgebaut und dann sitzt es da und hat eine Größe von 4 Gigabyte. Ne? Und dieses Gehirn von 4 Gigabyte kann man sich jetzt in so eine Software importieren, das habe ich hier gemacht. Und dann muss man dem Gehirn irgend noch was zu fressen geben, irgendwelche Befehle. Ja? Und das sind dann nur sehr wenige Daten. Also, das hat 3 Stufen. Zuerst wurden riesige Datenmengen verarbeitet und daraus formte sich dann sozusagen das Gehirn. Das Gehirn ist dann die kleineren Daten, das sind nur diese 4 Gigabyte. Die habe ich mir lokal installiert und da kann ich jetzt verschiedene installieren. Und ihr seht da immer so ein Wolkenzeichen, dass die jetzt halt noch nicht geladen sind, aber die könnte ich jetzt laden. Und manches davon steht Base und Turbo und so. Ne? Und das sind eben verschiedene Stufen. Hier seht ihr einen Refiner. Ne? Dann habe ich dem Ganzen einen Prompt gegeben, also einen Befehl. Moses coming from Mount Sinai. Und hier könnt ihr sehen, dass dieser Prompt in verschiedene Tokens aufgesplittet wurde. Also die Maschine trennt das jetzt auf. Moses coming from Mount Sinai, Komma. Ne? Und dann so weiter. Ne? Das sind also alles einzelne Befehle. Das ist das, was die Maschine dann macht. Und jetzt seht ihr praktisch so eine History an Dingen, die ich schon erzeugt habe. Und da seht ihr, wie das Ding immer die gleichen Sachen neu zusammenbackt. Und ich kann das mal kurz erläutern. Also, der fängt jetzt an zu fantasieren, kreuz und quer. Und jede Version kriegt so eine Art Identnummer. Das ist im Grunde eine zufällige Zahl. Das ist praktisch ein zufälliges Element, sonst würden wir jedes Mal das gleiche Bild bekommen. Also da steckt ein zufälliges Element dahinter und dieses zufällige Element wird hier dargestellt durch eine lange Zahl. Und dann mache ich 10 Stück und dann sage ich, Mensch, diese Version, die ist ungefähr so, wie ich haben will. Und dann sage ich, mach nochmal 10 davon und dann nehme ich wieder genau diese Zufallszahl. Also ich kriege also 10 unterschiedliche Zufallszahlen und irgendwann kann ich sagen, mach nochmal welche von genau der und dann bleibe ich bei dieser Zahl. Und das ist der sogenannte Seed und davon möchte ich jetzt mal 10 Stück. Also go, 10 Stück, kreuz und quer. Und jetzt fängt der an zu berechnen und jetzt, dadurch scheint jetzt hier so ganz Schema, hier so die erste Halluzination. Da sehen wir schon Moses, irgendwas, ne? Und jetzt fängt er an, das zu verfeinern. Ne? Und jetzt kommt der Blitz dazu, ne? Und jetzt da hat es jetzt hier so eine Dreiecksform bekommen und es wird jetzt immer genauer. Und jetzt gehe ich mal so durch, wie da so die Bilder so reinlanden. Ne? Und wir sehen schon, ne, dass manche Dinge, die bleiben so ein bisschen ähnlich. Der Kopf da mit dem komischen Käppi. Ne? Und da fantasiert er sich irgendwelche Sachen zusammen. Da ist jetzt auch plötzlich erschienen irgendwelche Leute und so. Ne? Also es ist praktisch so wie so ein Fiebertraum. Ne? Wo das Gehirn lauter Einzelteile bekommen hat. Manche Teile sind verbunden, das heißt, man kommt so vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann werden die irgendwie zusammengebacken. Und in dem Moment, wo man aufwacht, werden diese Dinge plötzlich sehr konkret und dann wacht man plötzlich auf. Ne? Und das sehen wir jetzt hier. Und ihr seht, dass ich also viele schwachsinnige Sachen bekomme und dass das alles sehr lange dauert und dass ich hier Rechenpower brauche ohne Ende. Also gut, dann werden wir das mal nochmal anpassen und zwar Painting with big strokes like Rembrandt. Irgendwie sowas, ja? Rembrandt. Und ich sage noch 35 Millimeter ja, und das reicht mir erstmal. Und jetzt muss ich sagen, diese Zufallszahl, diesen Seed, den ich da vorhin bekommen habe,
das war der da, 1016 irgendwas, und den nehme ich jetzt als Grundlage. Das reicht, wenn ihr das so ungefähr so erkennen könnt. Also jetzt mache ich nochmal 10 Stück, aber nur alle mit diesem Seed, und jetzt soll er das verfeinern. Und jetzt sitze ich da wieder und kann wieder 30 Minuten warten. Und ich kann euch währenddessen noch mal ein paar andere Dinge erzählen. Und zwar hier kann ich sagen, wie viele Schritte, also wie viele Klötzchen, also wie oft er das verfeinern soll. Und das steht jetzt hier auf 30. Er soll also 30 Mal einen Entwurf machen und den wieder als Grundlage nehmen fürs Nächste. Und wieder einen Entwurf machen und den wieder als Grundlage nehmen fürs Nächste und das immer weiter verfeinern. Und auch, wie nah er an meinem Befehl sich orientieren soll. Soll er ganz genau an dem Text kleben oder soll er so ein bisschen künstlerische Freiheit beibehalten? Diese Prompts, was man da genau für Befehle nimmt, positive Prompts, negative Prompts, das hat eine ganze Industrie hervorgebracht. Da gibt es also wiederum Software, mit dem man nach Prompts suchen kann. Man hat zum Beispiel so eine Bildersuche und dann Bilder haben bestimmte Eigenschaften. Man sucht nach diesen Eigenschaften. Ne? Dramatisch oder Horror oder besonders schön oder so gestylt, wie Bilder in diesem Magazin gestylt sind. Ne? Oder wie die Top 10 bestbewerteten Bilder auf Flickr und so. Ne? Und dann bekommt man da so einen Prompt, der so generisch ist. Also jetzt nicht Moses vor dem Berg, sondern einfach die Machart. Ne? Positive Prompts und negative Prompts. Ne? Also ihr seht, diese Idee, dass man da einfach Texte schreibt und dann wartet man da stundenlang, das ist nicht die Zukunft, sondern die Zukunft ist, dass wir eine Software bekommen, die da intelligent die Strippen für uns zieht und wir selber haben vielleicht in Photoshop oder in irgendeinem Adobe-Programm irgendwie Regler oder wir können an irgendwas ziehen und irgendwas von links nach rechts schieben, der Moses muss in die, auf die rechte Seite oder irgendwie sowas. Ne? Also das, was ihr hier jetzt seht, ist so ein Blick hinter die Kulissen. Und wir können währenddessen mal schauen, was ich vorher schon mal für mich selber so gerendert habe. Das habt ihr schon gesehen. Das finde ich ganz toll. Das sieht hier wirklich aus, so ein bisschen wie so Pinselstriche, so Rembrandt-Style. Ja? Da seht ihr den Befehl nochmal. Wir gehen mal so ein paar durch. Ja, wie findet ihr das? Spannend. Also ich wusste nicht, dass das über so, also dass quasi wie, dass man richtig sehen kann, wie diese Karrees da die ganze Zeit durchgehen und dass er jedes Mal wieder von neun mehr oder weniger anfängt. Und das sind ja kleine Fotos. Und wenn ich jetzt mal sage, ich brauche das in 4K-Auflösung und davon 100 Stück, dann rechnet das Ding eine Nacht lang vor sich hin. Also wir sehen, da braucht es noch einiges an Technik, bis das wirklich so funktioniert, dass jeder Trottel sozusagen da zu dem kommt, was er will. Ne? Das geht eben noch nicht. Also ich werde gleich noch weitere Demos zeigen. Jetzt wollte ich erstmal ein bisschen was erzählen. Das Thema ist, wieso ist es wichtig für uns alle und für Apple und für die Mac-Zukunft? Und das hängt ja, also man kann schon so einen gewissen Eindruck hier bekommen, aber ich will noch ein bisschen mehr das unterfüttern. Und zwar, wenn man mal so guckt in die KI-Schlagzeilen, ne, man guckt so Sendethemen, ich suche Sendethemen für MacTV und da guckt man halt immer so die Schlagzeilendienste an. Und die Schlagzeilendienste, die sich nicht nur um eine Plattform kümmern, also Windows oder macOS oder iOS und sowas, ne, sondern so allgemeine Industrieschlagzeilen für die Computerbranche, dann sieht man bestimmt die Hälfte und Tendenz steigend, vielleicht sogar mehr als die Hälfte, ist AI. Ne? AI, also künstliche Intelligenz. Hier werden ein paar Millionen gegeben für das Projekt, da investiert man der und der, da geht jemand an die Börse und so weiter. Das gibt es nicht beim Metaverse, das gibt es nicht bei Brillen, das gibt es eigentlich, oder Bitcoin war mal auch so ein großer Hype, ne? Das gibt es im Grunde nur noch bei dieser künstlichen Intelligenz. Das ist also so frappant, wie das ansteigt, dass das, also da merkt man, da tut sich was. Dann, wenn man mal so anguckt, was gibt es so für große Konferenzen? Also Konferenzen, wo du halt
wie wir sie früher von den ganz großen Keynotes kannten, wo da halt dann 2.000, 3.000 Leute als Zuschauer dabei sind um einer riesig großen Bühne, wie früher die Keynotes, aber noch viel, viel größer, wo wirklich Topstars als Moderatoren eingeladen werden und wo in der ersten Reihe Minister sitzen, zum Beispiel unser Wirtschaftsminister oder auch internationale Gäste. Das sind Konferenzen, wo es um künstliche Intelligenz geht. Kein Mensch kümmert sich noch um Brille oder das Auto der Zukunft und so weiter. Das ist zwar auch alles interessant, aber der Schlüssel, um das alles zum Funktionieren zu bringen, ist künstliche Intelligenz. Und das ist nicht nur der Schlüssel speziell jetzt zufälligerweise dafür, sondern es ist der Schlüssel insgesamt für diese Zukunftstechnologien. Und die einen machen damit eine Brille und die anderen machen damit ein selbstfahrendes Auto und so weiter und so fort. Ne? Also da tut sich mehr, als wir so in den Medien so mitbekommen. Dann, wenn man anschaut, der Börsenwert von bestimmten Firmen, dann fällt einem auf, dass eine Firma ganz besonders erfolgreich wird, und zwar hier. Guckt mal, Nvidia. Das hier ist der Börsenwert in Blau von Nvidia. Also ihr seht, die klassische Computerindustrie ist hier und das ist so der Lauf von einem Jahr. Und ihr könnt sehen, Nvidia hat einen kleinen Sprung nach oben gekriegt und jetzt rasen die davon. Warum? Das hat nur was zu tun mit Grafikkarten. Grafik, 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 weil auf diesen Grafik-Cores läuft auch künstliche Intelligenz. Und von diesen Cores abgeleitet, das wird noch der Basti nachher noch genauer erzählen in seinem Beitrag, ne, laufen dann auch diese Neural-Engines in verschiedensten Geschmackrichtungen. Das ist das neue Geld, das ist das neue Erdöl. Und es gibt schon Twitter-Meldungen von Larry Ellison, das ist der Chef von Oracle, das ist praktisch Datenbanken. Ne? Und jede große Datenbank hat irgendwas zu tun mit Oracle. Also das ist jemand, der ganz im Zentrum ist von Großindustrie. Ne? Datenbanken, Datenbanken, Datenbanken. Und der sagt bei Twitter, dass er mit diesen Nvidia-Heinis essen geht und sie im Grunde ihn, diese Leute anbetteln, dass sie Zugriff bekommen auf die größten, leistungsfähigsten Grafikkarten, und der Elon Musk sagt dasselbe. In Jülich, Jülich eine deutsche Stadt, entsteht ein neuer Supercomputer. Und was sind da jetzt für Chips drin? Ist das jetzt irgendwie von Intel oder AMD und so weiter? Und tatsächlich ist es so, dass das alles ausgestattet wird mit einer bestimmten Architektur von Nvidia-Grafikkarten, die aus zwei Komponenten bestehen. Einmal so ein CPU-Anteil, das ist so eine Art Feldwebel, und dann dem GPU-Anteil, der aber für Berechnung von KI verwendet wird. Diese beiden Teile, und die gehören natürlich zusammen, und das ist das sogenannte Grace Hopper. Grace ist ein Vor- und Nachname von einer Frau, die historisch wichtig war für dieses Supercomputing. Ne? Und man nennt jetzt praktisch diesen CPU-Teil Grace und diesen GPU-Teil Hopper. Ne? Und hier könnt ihr Folgendes lesen. Nvidia Grace Hopper Superchip powers Jupyter. Und eine neue Klasse von Supercomputern. Und so sieht es aus. Und da sind 24.000 von diesen Nvidia-Grafikkarten drin. Ja? Und das hat also hier diese Nvidia GH200, diese Chips da irgendwie drin. Und das werden gleich mal 24.000 davon verbaut. Und dann habe ich noch was, und zwar, was macht Facebook? Facebook baut gleich zwei von diesen Rechenzentren, ebenfalls mit diesen Nvidia-Chips. Und ein so ein Rechenzentrum kostet gerne mal zwischen einer Viertelmilliarde und einer halben Milliarde Dollar, ein so ein Rechenzentrum, ne? Und das wird da jetzt mal hingeklotzt. Also so scharf läuft dieses Rennen schon, so viel Geld wird da in die Hand genommen. GPUs, 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 rechnen, rechnen, rechnen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück auf meinen Mac und mal gucken, was ich mir dort als Demo ausgedacht hatte. Und zwar kommt jetzt hier, oh ja, Folgendes. Ich gehe zu Wikipedia. Also es geht da gerade darum, ich möchte einen Text schreiben für ein Buch. Und das ist immer aufgeteilt bei so Recherchekram in Dingen, das ist so Fleißarbeit, Fakten zusammentragen, aber auch oft den Leser auf ein bestimmtes Niveau hieven und
dort wird es dann eigentlich erst interessant. Ne? Man muss immer so Grundlagen legen und so. Ne? Und im Grunde reicht da Wikipedia-Wissen. Und das könnte man jetzt ja eigentlich kopieren, ne? Aber das kommt halt nicht so gut an und die Texte dort sind auch nicht sehr schön geschrieben. Ne? Also wie kann man sich da jetzt helfen lassen? Und das zeige ich euch jetzt mal hier. Ich habe hier einen Wikipedia-Eintrag über die 10 Gebote. Und ich mache das mal ein bisschen größer, sodass Sie das gut lesen können. Und da geht es um den Entstehungsprozess. Die 10 Gebote sind in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden und zusammengewachsen. Sie waren anfangs nur eine von mehreren formal wie inhaltlich verwandten Gebotsreihen, die, wie ob es Willen zusammenfassten. Exodus sowieso, Leviticus, Deuteronomium. Ihr merkt schon, das ist kein Text, den man so nehmen kann. Ja? Und was macht jetzt also Jörn, das kluge Kind? Jörn, das kluge Kind, benutzt eine KI. Und ich habe jetzt gesagt, schreibe den folgenden Text etwas flüssiger. Verwende meinen Schreibstil. Schreibe flüssig und ohne Aufzählungen. Hier kommt der Text. Anführungszeichen. Die 10 Gebote sind in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden und so. Das ist genau der Wikipedia-Text. Ne? Und zwar hat er jetzt Folgendes geschrieben. Die 10 Gebote, die uns heute in der Bibel überliefert sind, sind das Ergebnis eines jahrhundertelangen Entstehungsprozesses. Verschiedene Vorläufer und Varianten zeugen von ihrer schrittweisen Entwicklung. Innerhalb der Bibel selbst finden sich die 10 Gebote gleich zweimal, im zweiten Buch Mose, Exodus 20, und im fünften Buch Mose, Deuteronomium 5. Auch hier lassen sich Unterschiede in der Formulierung und Anordnung erkennen. Der älteste erhaltene Dialog des Dekalogs, der Papyrus Nash aus dem ersten Jahrhundert und so weiter und so fort. Eine Mischform. Ne? Also wunderbar geschrieben. Und jetzt gehen wir mal in meine Autorensoftware, wo ich da so das geschrieben habe. Und ihr könnt daran sehen, Jörn ist sehr fleißig. Ne? Hier, das sind sozusagen die Kapitel des Buchs. Ne? Und da bin ich gerade am Schreiben. Und da steht jetzt Folgendes. Die 10 Gebote sind das Ergebnis eines jahrhundertelangen Entstehungsprozesses. Verschiedene Vorläufer und Varianten und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe das jetzt ein kleines bisschen umgenudelt, ja. Aber tatsächlich ist es im Wesentlichen dieser Text. Und das ist jetzt hier eigentlich wirklich eine Hilfe gewesen. Und auf dem kann ich jetzt dann weiter formulieren. Ne? Also da hat mich also die künstliche Intelligenz echt gut unterstützt. Basti. Du musst aber langsam aufpassen, dass du nicht Werbung für dein Buch machst und am Ende heißt es ja, das wurde ja von KI geschrieben. Da musst du gucken. Ja, deswegen schreibe ich dann diesen Prompt, formuliere es so, dass es unterschiedlich ist zu Wikipedia. Ne? Ja. Und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Demo und das ist tatsächlich ein bisschen kniffliger. Und zwar wollen wir dort mal ein bisschen was programmieren bzw. ein Programmierproblem verstehen. Und da muss ich mal schnell schauen, ob ich euch das überhaupt zumuten will. Habt ihr noch Luft? Michael, habt ihr noch? Klar. Könnt ihr noch? Ja. Ja. Also, ich zeige euch jetzt gleich Programmiercode, aber ihr müsst, also seid nicht schockiert, wenn ihr das nicht versteht, weil ihr müsst es gar nicht verstehen. Man muss nur so ein paar Konstrukte irgendwie merken, so, ah ja, das ist das und das ist das und so und mehr braucht ihr gar nicht. Und hier ist also eine Funktion, die soll etwas auf einen Server speichern. Und dazu müssen wir eine Verbindung öffnen zu einem Server. Und ich mache also diese Verbindung und dieser Verbindung gebe ich einen Namen. Und jetzt ist die Frage, wie antwortet jetzt der Server. Ne? Ich muss ja jetzt mal warten, bis der Server antwortet, dann nehme ich das Ergebnis entgegen. Ne? Und das Ergebnis, das könnte dann also irgendwie irgendwas sein, ne? Irgendwie Daten oder so, ne? Oder es kann auch eine Fehlermeldung sein, oder der Server kann vielleicht gar nicht antworten, was mache ich dann und so. Ne? Und das, darum geht es jetzt, ne? Also was mache ich mit der Antwort. Und jetzt sage ich hier, jetzt gibt es so ein Ding, da steht on Ready State Change. Und dieser State Change, das ist sozusagen der Zustand, in dem sich diese Verbindung befindet. Wird sie gerade aufgebaut? Passiert das gerade? Ist sie etabliert? Steht die Verbindung und jetzt können Daten verschickt werden? Es wurden aber noch keine verschickt. Ne? Oder werden gerade Daten verschickt? Oder ist auch dieser Prozess zu Ende? Also es geht so von einer Stufe zur nächsten. Also wichtig zu verstehen, es ist ein mehrstufiger Prozess. Ne? Und das ist der State.
und der State Change. Das ist immer so ein Ding, wo man ein bisschen Obacht geben muss. Und Achtung, es passiert hier gerade was. Ne? Und jetzt kann ich dieser Funktion sagen, immer wenn sowas passiert, dann triff eine Entscheidung. Und ich sage dir jetzt, welche Entscheidung du treffen sollst. Ne? Und das sehen wir also hier. On ReadyStateChange soll also eine Funktion ausgeführt werden. Und diese Funktion seht ihr hier. Und zwar, wenn der ReadyState ist fertig und wenn da am Schluss die Zahl 200 rauskommt, die Zahl 200 heißt okay und die Zahl 404, kennen wir alle von Webseiten, heißt, sorry, habe ich nicht gefunden. Ne? Also er soll fertig sein, aber er soll auch ein positives Fertigsein mir melden und nicht einen Fehlschlag. Ne? Dann wird das ausgeführt, was hier in dieser Klammer steht. Ne? Also wenn der ReadyState ist fertig und wenn ich außerdem eine Erfolgsmeldung bekomme, dann wird hier irgendwas gemacht. Aber in diesem Fall wird hier nichts gemacht, weil das brauche ich hier nicht. Ich schicke dem Server einfach irgendwelche Daten und brauche gar nichts zurück. So, und jetzt sage ich ihm, was mache ich denn, wenn ich hier zum Beispiel eine Fehlermeldung bekomme? Ne? Hier ist ja nur der Fall abgedeckt, dass ich ein OK bekomme, positiv. Ja? Aber was ist denn, wenn es fehlschlägt? Da fehlt ja der Code. Und irgendwie weiß ich gar nicht, was gibt es denn noch so für Zahlen? Was gäbe es denn? Ne? Ich kann ja jetzt hier nicht eine Million Zahlen im Kopf haben. Das weiß ich ja irgendwie nicht. Ne? Und da kann mir jetzt die künstliche Intelligenz helfen. Und zwar, ich habe diesen ganzen Code einfach jetzt dieser künstlichen Intelligenz zum Fressen gegeben und habe ihr Folgendes gesagt. Ändere den Code so, dass eine Dialogmeldung ausgegeben wird, wenn der Server meldet, dass die Ressource nicht verfügbar ist. Und dann, dieses hier ist dann einfach, habe ich dann diesen Code einfach reingepastet. Ne? Jetzt achtet mal drauf, wie vage ich das geschrieben wird, ne? Dass die Ressource nicht verfügbar ist. Woher soll diese Engine jetzt wissen, was ich da meine? Ja? Und jetzt macht er hier folgenden Code. Ich habe das mal hier gepastet. Wenn sich der State ändert, dann guck mal, kriege ich einen fertig vom Server? Und wenn ja, bitte weiter auflösen in 200, tu dies, 400, tu dies und für alles andere, tu dies. Und das konnte ich hier einfach reinpasten. Ja, gut, also was habe ich euch gezeigt? Ich habe euch gezeigt Bilderzeugung, alles, was so mit Photoshop oder irgendwas zu tun hat, ne? Wo man Bildagenturen bezahlen würde für eine glückliche Familie im Gras, vor einem schneebedeckten Bergpanorama und so weiter. Ne? Diese Dinge wird gefährlich. Dann Recherche, Informationen ausfiltern, zusammentragen, dann den eigenen Schreibstil treffen, auch für so Standardaufgaben. Machen wir mal einen ersten Wurf, ich kann das dann verfeinern und so. Ne? Und dann habe ich gezeigt, programmieren, was diese Engines schon sehr gut können und dabei aber auch in deutscher Sprache oder in natürlicher Sprache verstehen, was will der Anwender überhaupt? Weil das ist ja oft auch kompliziert, das so einer Engine dann zu sagen, was will ich? Ne? Und oft weiß man es auch nur so ungefähr und das kriegen die unglaublich gut raus. Und das, finde ich, ist also ein Breakthrough für sich. Also die Frage ist am Schluss, die wir beantworten wollen, sehen wir da Apple? Hat Apple da eine Chance? Ist das eine Sache, die mit dem Mac zu tun hat? Oder ist das was ganz anderes, dass da jetzt Banken irgendwie sich ausrechnen, wie kreditwürdig ist jemand oder sowas? Ne? Also, im Grunde, so eine künstliche Intelligenz erzeugt man heutzutage ganz grob in zwei Schritten. Erst Training und dann Inference. Inference ist so eine Art Anwendung oder Verfeinerung. Aber gucken wir uns erstmal nur diesen ersten Schritt an, Training. Und dort wird einfach diese Engine losgelassen auf unglaublich viele Rohdaten. Also, wir stellen uns vor, so ein Google-Bot oder so ein Google-Crawler, der einfach durchs Internet rast und alles aufschnappt, was er da finden kann. Und dann findet er zum Beispiel raus, dass bestimmte Worte, was miteinander zu tun haben, ne, immer dort, wo es um Finanzen geht, da finde ich auch das Wort Geld oder Zinsen und so weiter und so fort. Ne. Das heißt also, wenn jemand sagt, meine Frau hat mich betrogen, da muss ja diese Engine wissen, geht es jetzt um Geld, Betrugsdelikt? Ne? Oder geht es da um was anderes? Ne? Dass einer fragt, ja, was ist mit den Zinsen oder so? Ne? Was ist mit dem los? Ne? Ne? Also
Man lässt die Engine einfach loslaufen. Die Engine, ohne dass man das programmiert hat, findet sie automatisch bestimmte Zusammenhänge. Und kommt jetzt darauf an, dass man das möglichst in einem großen Stil macht, denn nur dann schärfen sich diese Zusammenhänge heraus. Und das braucht also unglaublich massive Datenmengen. Solche Trainingsläufe können Monate dauern und mehrere 10 Millionen Dollar an Servermiete kosten. Also das heißt, wenn Apple jetzt irgendwie sagt, ups, da haben wir was gesehen bei Google, machen wir mal für die nächste WWDC, machen wir auch so ein Ding, da sind sie zu spät, weil das braucht einfach viel Zeit, Geld haben sie. Und das zeigt aber auch, da kann nicht mehr jeder mitspielen, weil da geht es also um zig Millionen für einen so einen Trainingslauf. Und dann guckt man, hat das geklappt? Dann denkt man sich, ach nee, das Modell, das wir vorher hatten, das war noch ein bisschen besser. Lass mal, machen wir den nächsten Lauf. Zack, sind die nächsten zig Millionen weg. Ne? Solche Sprachmodelle, die einfach tatsächlich das nächste Wortstückchen vorhersagen, ne? Einfach so Quassel-Engines. Also du hast praktisch schon die Information, du hast schon den faktischen Inhalt und jetzt musst du einfach diese Sprache erzeugen. Diese Quassel-Engines, die kann man schon so ab 35.000 Dollar trainieren. Das sind dann simple Modelle, mit denen man zum Beispiel einen Podcast in Text transferieren kann oder indem man eine Diktiersoftware verbessern kann, indem man jetzt sagt, ups, dieses Wort ist mehrdeutig, was wäre denn wahrscheinlicher, diese Version oder diese Version? Ne? Und dann guckt diese Engine, aha, so und so und so. Ne? Und das kostet so ungefähr so 35.000 bis 50.000 Dollar. Und das kann man mit Open Source, mit Spenden vielleicht noch gerade so hinbringen, aber dann wird schon schwierig. Ja, und das wäre also Apples Aufgabe, so einen Crawler zu erzeugen, der erstmal Informationen aus dem ganzen Netz sich zusammenrauft und dann daraus irgendwelche Modelle zu erzeugen. Was heißt eigentlich jetzt, wenn ich sage, Modelle zu erzeugen? Also was ich meine ist, dass da praktisch ein Gehirn in einem Reagenzglas, müssen wir uns vorstellen, ne? Und das kriegt jetzt so langsam diese neuronalen Strukturen. Ne? Die einzelnen Zellen in dem Gehirn, die verbinden sich so miteinander und das plötzlich fängt es an, irgendwie Sinn zu machen. Also das Gehirn entsteht, aber es denkt noch nicht. Es ist kein Gehirn, das irgendwas gut kann, das musikalisch ist oder gut rechnen kann und so, sondern es sind einfach nur mal erstmal diese neuronalen Verbindungen in dem Gehirn. Das Gehirn bekommt einen gewissen Intelligenzquotienten, aber ansonsten sitzt es jetzt einfach da, ne, und macht nichts. So, und dass es dann nachher was macht, das ist dann der nächste Schritt, da komme ich dann gleich drauf. Nur, dass man mal dieses Modell versteht, diese einzelnen Verschaltungen dieser Neuronen, das neuronale Netz. Wie komplex ist dieses Modell? Wie verwoben sind die einzelnen Zellen? Also beispielsweise, ich schreibe einen Text oder die Engine schreibt einen Text und das heißt jetzt zum Beispiel, gestern war ich, wie könnte es jetzt weitergehen, gestern war ich in guter Stimmung, gestern war ich in München oder gestern war ich bei oder war auf. Und jeder dieser Entscheidungen hat ja einen Grund für diese Entscheidung, also einen Parameter. Wie viele Parameter hat ein gutes Modell, das wir in Zukunft sehen werden? Die Antwort ist eine Trillion. Eine Trillion sind 1000 Milliarden. Also Regler, an denen man drehen muss oder an denen diese künstliche Intelligenz selber dreht. Und das ist der Grund, warum wir künstliche Intelligenz immer anders wahrgenommen haben. Wir haben künstliche Intelligenz immer gesehen bei, dann schlägt dir praktisch das iPhone vor, was wäre die nächste App? Und dann siehst du da fünf nächste Apps, die wahrscheinlich wären. Oder wenn du also 100 Mal ins Auto gestiegen bist und dann immer diese Playlist gestartet hat, dann lernt er das irgendwann und schlägt es dir irgendwann vor. Ne? Also aus so einem unscharfen Datenset, ne, was macht der User, ne, formt es dann so eine Idee, aber das hat immer irgendwie nur nach vielen Anläufen funktioniert, immer sehr ungenau und so. Warum? Ja, weil das mit sehr wenigen Parametern zu tun hat. Und als man festgestellt hat, ups, wenn wir das gigantisch groß skalieren, dann entsteht was Neues. Das war der Durchbruch. Und diese Anzahl der Parameter ist unglaublich groß. Manche Forscher sagen, dass die gesamte Menge der Informationen im Internet, das gesamte Internet, wird irgendwann zu klein sein, um
den nächsten Fortschritt, praktisch die nächste Verbesserungsstufe zu erreichen. Die bisherigen Verbesserungsstufen basierten immer darauf, dass erstens noch mehr Informationen gesammelt wurden und dass die Parameter, an denen diese künstliche Intelligenz dann drehen kann, und diese Parameter erzeugt sie selber, das ist praktisch diese Schaffung des Gehirns, der Aufbau des Gehirns. Ne? Das sind eben diese Trillionen, die sagen also, das kommt irgendwann ans Ende, weil wir einfach nicht mehr Daten haben, da muss uns das nächste einfallen. So gigantisch ist es schon, dass das gesamte Internet, also alles, was wir bei MacTV mal zu YouTube hochgeladen haben, alles, was ich an Texten geschrieben habe, alle Bücher, die irgendwo veröffentlicht wurden, alle Webseiten, alles steckt irgendwie in diesen Modellen drin in Zukunft. Eine Trillion Tokens, wie kann man sich das vorstellen? Das ist so viel wie 15 Millionen Bücher. Ein Gehirn, das trainiert ist mit dem Durchlesen von 15 Millionen Büchern. Am Anfang weiß diese Engine aber gar nicht, was bedeuten diese Worte. Das kriegt es nur so Schritt für Schritt mit. Dann, was ist eine Trillion Tokens? Wikipedia umfasst 25 Milliarden Tokens. Wikipedia, 25 Milliarden Tokens. Wie viel ist eine Trillion? Ne? Da ist also Wikipedia 2,5%. So gigantisch sind diese neuen Netzwerke, die in diesen Modellen drin stecken. So, und dann hat man dieses Gehirn und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt heißt Supervised Fine Tuning, kurz SFT, Supervised Fine Tuning, wo man dann sagt, diese rohe Intelligenz, die müssen wir jetzt nochmal mit einem etwas besseren Datensatz schärfen. Der erste Datensatz war einfach alles. Und jetzt nehmen wir Qualitätsdaten, beispielsweise eben Wikipedia oder bei Programmierfragen gibt es so Stack Overflow. Das ist so eine Art gigantisches, großes Internetforum nach dem Frage-Antwort-Schema. Ne? Solche Sachen nehmen wir dann oder irgendein saugutes Forum oder wissenschaftliche Arbeiten und so weiter, damit es nicht sich trainiert an jedem Scheißdreck, der mal in irgendeinem bei Facebook gepostet wurde oder sowas. Ne? Das ist der zweite Schritt, Supervised Fine-Tuning. Und dieser Engine wird dann sozusagen vorgelebt, vorgemacht, wie eine gute Antwort ausgesehen hätte. Also diese Rohdaten, die bringen das Gehirn zum Glühen. Und dann machen wir ihm vor, pass mal auf diese Frage wäre das eine gute Antwort. Und dann sagt diese Engine, ach so, ah ja, und dann macht es das nach. Das ist also dieser zweite Schritt, der ist ebenfalls neu. Und dann kommt ein dritter Schritt hinzu, der heißt Reinforcement Learning from Human Feedback. Reinforcement Learning from Human Feedback, kurz RLHF. Und das ist einfach, dass da ein Haufen Leute in Callcentern, vermutlich in Indien, einfach das Ding befeuern mit Fragen, mit Chats und so weiter und dem dann sagen, also das fand ich jetzt unverschämt oder das war jetzt zu viel Gequassel oder das hättest du höflicher formulieren müssen. Ne? Oder wenn einer fragt, male mir Hitler mit einem Grinsen in Auschwitz und so. Keine gute Idee, sowas wollen wir nicht haben, mach das nicht. Verweigere einfach, sag nein, das mache ich nicht. Ne? Also diese letzte Stufe kommt noch hinzu. Und jetzt hat man also drei Stufen. Erstmal einfach alles aufsaugen. Dann diese Grundintelligenz trainieren mit sehr guten Hochqualitätsdaten. Und dann einfach das, was die Engine so ausgibt an Quasselei und so, ne, auf welche Diskussion sie sich einlässt, wann sie höflich ist, wann nicht und so weiter. Das ist der letzte Schritt. Das gehört also alles zu dem Begriff Training. Und ich habe euch am Anfang gesagt, es gibt Training und Inference. Und Inference ist der zweite große Schritt. Und das werde ich euch gleich erzählen. Aber ich muss erstmal den Basti zu Wort kommen lassen, damit ich nicht die ganze Zeit alleine rede. Basti, kommt er noch mit? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das anhört, das sind ja Zahlen, die kann man sich, ja, also ich mir zumindest überhaupt nicht mehr vorstellen. Und eigentlich, immer wenn ich das höre und wie, wenn du dann auch sagst, ja, Google und OpenAI und Microsoft und so weiter, die sind ja alle richtig weit voraus, finde ich das immer faszinierender, dass Apple diesen Zug nicht viel, viel früher irgendwie, dass sie da nicht draufgestiegen sind. Also es ist mir eigentlich ein bisschen unerklärlich, dass ausgerechnet die Firma, wo man sagen würde, die hat am meisten Einfluss, die hat irgendwie die Industrie, so wie sie heute ist,
ja, geformt und auch wirklich ja, zu dem gemacht, was sie heute ist. Dass die das bisher nicht hingekriegt haben, das ist eigentlich nicht zu verstehen. Wobei es Gerüchte gibt für so interne Projekte. Ich werde auch nachher noch was dazu erzählen und auch Zahlen so ein bisschen natürlich vorlegen, wobei das natürlich alles, weiß man nicht, was ist das wert, ne? Die gucken sich das schon an. Das ist natürlich völlig klar, ne? Aber wir verstehen auch, dass da irgendwie eine Entwicklung klein angefangen hat und sich dann da einen Weg gebahnt hat. Und plötzlich hat man festgestellt, einfach durch riesiges Aufblasen entsteht da plötzlich etwas, was da entsteht mehr, als wir dachten, dass da drin ist. Ne, wir dachten irgendwie, das Ding ist jetzt gut, so Sprache so formulieren und so. Und plötzlich ist es auch gut, was man, das nennt man Reasoning, also begründen, Schlüsse ziehen, logisch denken in einem bestimmten Rahmen, das entsteht da plötzlich und das ist neu und da rudern jetzt alle irgendwie hinterher. Ja, Basti. Ja, nur kurze Antwort darauf. Die KI-Sachen oder die KI-Vorschläge, die uns Siri zum Beispiel, wie du sagtest, irgendwie, welche App möchte ich als nächstes öffnen, dass das dann natürlich nicht ganz so gut wird, das macht dann ja auch Sinn, weil so oft wie wir sind ja der einzige Prompt quasi mit anhand dieses System irgendwie was lernen kann. Und wir werden da jetzt ja auch nicht 24/7 mit irgendwie interagieren. Kein Wunder, dass das dann natürlich ewig braucht, bis das mal einigermaßen in Ordnung ist. Ja, man weiß natürlich nicht, wo der Schwelle ist, ne? Wenn er sagt, es reicht uns, wenn er es fünfmal gemacht hat und so. Ne? Ja. Aber interessant finde ich halt so ein bisschen, dass das halt irgendwie eine läppische Anwendung ist und dass uns dann halt immer, wir denken irgendwie, wir kriegen was, das wurde uns versprochen, so und so und so, ne? Oder Siri erkennt jetzt das und das und nachher ist es aber gar nicht so gut. Und jetzt stellen wir fest, damit es gut funktioniert, muss man da einfach massiv da was reinwerfen und das, aber den Trick, den kennen jetzt auch alle. Ne? Es ist nicht so, dass ich hier irgendwelche Geheimnisse erzählen würde. Okay, Michael? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass nicht in Apple Laboratorien schon sehr, sehr lange an diesen ganzen Sachen rumgeforscht wird. Wir haben ja eigentlich immer die Strategie von Apple beobachten können, dass man nicht mit irgendwas schon an die Öffentlichkeit geht, bevor es nicht wirklich absolut reif ist, dass man es an die Öffentlichkeit bringt. Vielleicht ist es jetzt soweit. Es ist bemerkenswert, dass der Tim Cook jetzt tatsächlich was gesagt hat dazu. Das ist eigentlich überhaupt noch nie in Apples Geschichte gewesen, dass man Absichtserklärungen vorher schon gehört hat. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass es tatsächlich schon sehr, sehr ja, massiv einfach in der Landschaft steht. Die andere ist, dass man Angst hat, dass man jetzt komplett abgehängt wird und dass man dann zumindest so tut, als hätte man was. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, wäre nicht Apple-Strategie. Und insofern warten wir mal die WWDC ab. Ich glaube, dass da ganz massive Knüller kommen werden und sich dann wirklich auch beweist, dass da schon jahrelange Forschung dahinter steckt. Ja, die Frage ist, wie schnell können Sie das so riesig aufblasen? Und dann müssen Sie ja noch irgendwie eine Anwendung dafür hinbekommen, ne? Also diese kleine KI, das haben sie ja schon. Und da kriegen wir hier mal was und da mal was. Und zum Beispiel gerade auch diese Diktiersoftware von Apple, die ja ins macOS auch eingebaut ist, ist ja so irrsinnig gut und so viel besser. Und das ist ja auch ein Ergebnis einfach von künstlicher Intelligenz. Ja? Da haben sie ja was. Ich glaube, Michael, Tim Cook musste was sagen für den Börsenwert von Apple, wo ja auch viele Mitarbeiter von abhängen, ne? Die sagen, ich werde teilweise bezahlt durch das Wachstum des Börsenwertes. Ne? So kriegt man ja also die Spitzenkräfte, die dann sagen, wenn das gut funktioniert, dann kriegst du am Schluss irgendwie, wirst du zum Millionär vielleicht. Ne? Und jeder Analyst, der sich da auskennt mit diesen neuen Technologien, der weiß, ohne KI ist die Firma einfach auch nichts mehr wert. Ich weiß, das klingt übertrieben, aber das ist so make it or break it. Und da musste Tim Cook irgendwas sagen, so ja, für uns ist ja KI auch wichtig in jedem Punkt. Und dadurch bleibt dann der Börsenwert in der Höhe und dabei bleibt auch dann das Talent, also die Mitarbeiter bleiben auch bei Apple und gehen nicht zu Google. Und eine Sache noch, Michael, ich glaube, dass, also rein spekulativ natürlich, ne, das Autoprojekt wurde vielleicht auch deswegen zumindest mal auf Eis gelegt, weil die gesagt haben, da haben wir unsere besten KI-Köpfe. Und die brauchen wir jetzt woanders. Die brauchen wir jetzt woanders. Das Auto kann warten. Das ist so meine. Im Prinzip ist ja genau das, was ich eigentlich gesagt habe. Genau. Ich glaube, dass da im Hintergrund schon derartig viel gelaufen ist
von dem man natürlich noch nichts bisher weiß. Wir wissen von vielen Sachen nicht, die bei Apple funktioniert. Google geht ja sofort, wenn irgendjemand eine ganz tolle Idee zwischen Lokustür und Bürostuhl gefunden hat, wird sie sofort in die Öffentlichkeit posaunen, wir haben ein neues Projekt und so weiter. Wie viele Projekte hat Google schon beerdigt? Nicht? Das ist, da könnte man allein schon mal eine 4-Stunden-Sendung wahrscheinlich draus machen, um die nur aufzulisten. Und deswegen war ich eben der Meinung und habe die artikuliert, dass da schon sehr, sehr viel mehr passiert ist, als das wir uns im Moment überhaupt nur vorstellen. Ja, ja. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich meine, Apple, die wissen natürlich, die hören das Gras wachsen. Ne? Die sind ja vernetzt und so. Und die Mitarbeiter in sich selber sind ja keine abgeschlossenen Roboter und so weiter. Da brauchen sie unsere Nachhilfe nicht. Ne? Das ist halt nur, wie schnell können sie handeln und so weiter. Das ist, also ich würde jetzt für die WWDC noch nicht so viel erwarten eigentlich, ne? Aber na, man weiß nicht. Ne? So, Basti, willst du darauf antworten oder gehen wir erst in die Kommentare? Nur kurz darauf antworten, ja. Dann bin ich auch durch quasi. Und zwar, also natürlich arbeitet Apple da seit geraumer Zeit dran. Nur irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie erstmal aufwachen mussten mit dem Veröffentlichen von ChatGPT vor, ich glaube, mittlerweile 2, 2,5 Jahren. Und natürlich haben sie in der Zeit, gerade mit ihrem Geld und so weiter, auch die Möglichkeit, dann das entsprechend aufzublasen und groß zu machen und so weiter. Natürlich. Aber ja, ganz sicher wird da was zur WWDC kommen. Aber sonst, ich muss aufpassen, nicht, dass ich das dritte Thema jetzt noch irgendwie vorwegnehmen. Vermutlich werden wir es auch gar nicht schaffen heute, dann kriegen wir nur zwei Themen, ne? Aber mal gucken. Ne? Okay, jetzt ein Blick in die Kommentare und zwar von Marc, er motiviert uns, er sagt, sehr interessanter Vortrag, jetzt versteht man auch, warum seit dem Auftreten von ChatGPT die Gründer von Google wieder aktiv mitarbeiten. Wenn in Zukunft alle Leute ihre Anfragen bei ChatGPT eingeben, dann ist das Geschäftsmodell von Google hinfällig. Ja, ist interessant, ne? Dass jeder, der bei dieser künstlichen Intelligenz mitmachen will, der muss im Grunde das Internet einsaugen. Also sozusagen, ja, also, ne? Das hat ja bis jetzt nur Google gemacht. Nur Google hat ja, oder halt meinetwegen Bing und so, ne, haben da diese Crawler gehabt, die durchs Internet gesaust sind und haben dann das Internet verschlagwortet und haben dann da Beziehungen hergestellt. Die eine Webseite verlinkt auf die andere, dann muss es wohl eine wichtige Webseite sein und so weiter und so fort. Und jetzt ist deren große Expertise wird zur ersten Einstiegsstufe für diese künstliche Intelligenz und jeder muss darüber. Ne? Da wird sich Google auch ganz schön. Übrigens, diese künstliche Intelligenz, die ich euch gezeigt habe im Browser, ne, die mit diesen Texten gearbeitet hat, das war diese Google-künstliche Intelligenz, die heißt Gemini und die ist im Moment noch kostenlos, die wird irgendwann kostenpflichtig werden. Ihr könnt einfach mal eingeben bei Google, Google Gemini und dann findet ihr sofort, kommt ihr sofort drauf und dann könnt ihr das benutzen und die ist richtig gut. So, und warum ist sie gut? Das liegt an zwei Sachen. Erstens dem Training, das habe ich euch ja gerade erklärt, wie das funktioniert. Und der zweite Punkt war Inference. Und Inference kann man übersetzen sozusagen mit einer Benutzung dieses Gehirns, aber dieses Benutzen, da steckt immer auch noch ein kleines Training mit drin. Ne? Deswegen heißt es nicht Usage oder Application, sondern Inference. Wir haben schon gesehen, als ich diese künstliche Intelligenz benutzt habe, beim Bildererzeugen, aber auch beim Arbeiten mit meinen Buchtexten, ne, habe ich dieser künstlichen Intelligenz immer halt meinen Prompt mitgegeben, aber immer auch einen Kontext. Beispielsweise beim Programmieren habe ich gesagt, ich möchte dies und jenes, das war praktisch mein Befehl. Und der Kontext war dann der Code, den ich schon hatte. Ne, als Beispiel, oder mache dies und jenes mit diesem Moses-Text. Dann kam eben der Artikel von Wikipedia. Das eine ist der Befehl und das andere sind die Kontextdaten. Ich kann noch ein Beispiel bringen. Stellt euch vor, ihr habt in der Firma eine FAQ, eine Datenbank, riesig groß für Supportanfragen und sowas. Ne? Und jetzt sagt ihr, beantworte folgende Supportanfrage. Mein Toaster wird zu heiß. Woran liegt das? Fragezeichen. Das ist der eigentliche Prompt. Aber woher soll jetzt dieses Gehirn, das da mit 1 Trillion Daten da umgehen kann, das wissen? Ne? Und deswegen gehört zu diesem Prompt immer auch noch dieses Kontextwissen zu eurem speziellen Fall. Und beides zusammen nennt man Inference. Und jetzt ist die Frage, wie viel Kontext könnt ihr dieser Engine
übergeben. Jetzt in meinem Fall sollte er ja zum Beispiel bei diesem Wikipedia-Text so zwei Absätze zusammenfassen und dann ein bisschen schön formulieren. Und das Wissen darüber, was ist eine schöne Formulierung, hatte ich ihm vorher als Beispiel gegeben, mal einen Text aus einem meiner Bücher. Also praktisch, ne, das waren also sozusagen meine Vorlage, mein eigener Text für meinen Sprachstil, dann die Daten von Wikipedia und dann der Befehl, was er damit anfangen soll. Jetzt, wie viele Daten kann ich dem jetzt geben? Kann ich dem ebenfalls eine Trillion solcher Tokens dahinschmeißen? Na, das wäre ein bisschen sehr viel. Ja. Aber das ist das Rennen, um das es jetzt geht. Derzeit sind diese Prompts üblich von 32.000. Das ist schon eine ganze Menge. Da kann man schon ein Buchkapitel mal hochladen oder eine riesig lange Wikipedia-Seite. 32.000 Tokens bis zu 1 Million Tokens. Das ist das, was diese Google Gemini Engine gerade kann. Und die arbeiten schon in der Forschung bei Google intern und für bestimmte wichtige Kunden mit 10 Millionen Tokens. Jetzt, wenn ihr mal guckt zu einer Anwendung von Apple, da habt ihr ein Bild und auf dem Bild ist irgendeine Schrift. Und jetzt soll also diese künstliche Intelligenz euch das ermöglichen, dass er diesen Text sofort in richtigen Text, ne, diese Live-Text-Funktion übersetzt, ne, dass ihr das kopieren könnt. Also habt ihr praktisch ein Bildframe. Wie viele Tokens ist das wert, ein so ein Bildframe? Das sind 230 bis 250 Tokens. So. Und ich kann jetzt dieser Engine 32.000 Tokens übergeben. Also wenn wir mal überlegen, ne, ein Video hat so 50 Frames pro Sekunde, ne, dann könnte der sozusagen so eine Sequenz verstehen. Ne? Also sehr viele Anwendungen passen schon in dieses Token-Limit hinein. Wenn ihr intern in der Firma ein Handbuch habt für neue Mitarbeiter, wie läuft so die Sache, oder es gibt vielleicht ein Buch, das alle Studenten lesen müssen, die Steuerberater werden. Ne? Das hier ist unser Steuergesetz. Ne? Wie dick ist wohl das Buch der Steuergesetzgebung? Das könnte irgendwie so und so ein Schinken sein. Und er hat dann vielleicht 500.000 Tokens. Und dann sehen wir, 32.000 Tokens ist zu klein, aber Google Gemini mit 1 Million Tokens, die würden es schon hinkriegen. Da lädst du das Steuerrecht hoch und dann sagst du, welche Ausnahme gilt für einen Häuslebauer, wenn der 4 Kinder hat und auch die Kinderfreipauschale so und so in Anspruch nehmen kann und das spuckt das die aus. Das würde schon gehen. Ja? Also das ist sozusagen dieses Inference, diese grundsätzliche Intelligenz zusammen mit einem Prompt und dem Kontext, auf den der Prompt dann angewendet wird. Das sind diese drei Teile, aus denen das besteht. Ja, also das große Problem, das gelöst werden muss, ist einerseits, wie bilde ich dieses Gehirn? Das kriegt Apple hin durch einfach Serverkraft und durch kluge Modelle. Die Modelle werden erzeugt, man nimmt dann halt das Beste. Und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt da diese Daten rein? Michael? Also ich sehe natürlich in dieser ganzen Entwicklung hier eine Irrsinnskonfliktzone zwischen dem, was man Datenschutz nennt und zwischen dem, was man von sich preisgeben muss, dass das überhaupt funktioniert. Denn wenn man hier einen Keil reintreibt und sagt, nö, diese Daten, die stelle ich nicht zur Verfügung oder ich gebe die gar nicht ins System ein, oder ich weiß über vieles gar nicht, was da von Haus aus schon längst rumschwirrt durch irgendwelche Dinge, die ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren eingetippt oder eingesprochen habe ins System oder durch irgendwelche Lauschangriffe meines intelligenten Lautsprechers hier ohne mein Wissen ins System reingegeben worden ist. Damit ist natürlich schon ein Riesenproblem verbunden. Und wie das kanalisiert wird, ich weiß nicht, ob das EU-Recht zur KI, was ja jetzt gerade verabschiedet worden ist in Brüssel, inwieweit hier jetzt schon Schranken eingebaut sind. Ich habe ein bisschen oberflächlich da mal reingelesen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Und da darf man gespannt sein, was die nächste Zeit so für uns in petto hat. Finde ich alles valide Punkte. Mein Interesse, ehrlicherweise muss ich sagen, ist eher in die Richtung, was kann man damit anstellen? Oder wie schnell erreicht das eine Qualität, die wirklich nützlich ist? Ne, wann geht's los? Was passiert dann? Natürlich, wir werden alle arbeitslos, das ist klar.
Wir bescheißen uns alle selbst mit gefakten Stimmen und aufgehübschten Passfotos, ne, und so weiter. Das mag alles sein, aber ich finde, das wichtiger für mich ist irgendwie, wie reiße ich mir das unter den Nagel, dieses Ding. und die Welt wartet nicht auf uns. Ne? Also ich will jetzt keine politische Diskussion draus machen, aber wenn die EU will, denkt, sie kann das aufhalten und so, die ganze restliche Welt wird das nicht aufhalten und die ziehen einfach an uns vorbei, fertig. Ja. Basti. Also ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass diese so KI ist so ein bisschen wie so eine Amöbe irgendwie, dass das frisst sich irgendwie so weiter fort und trainiert sich mehr oder weniger selbst. Dagegen wird jedes Rechtssystem immer so dermaßen behäbig und auch viel zu langsam erst handeln können. Bis dahin ist der Schaden längst gemacht. Das heißt, dass Gesetzgeber werden sich nur um Schadensbegrenzung irgendwie kümmern können am Ende. Sehr, sehr gefährlich. Aber auf der anderen Seite, für mich als Anwender bin ich natürlich gespannt, oder kommen wir ja vielleicht dann auch hoffentlich heute noch zu, was bedeutet das Ganze letztendlich für unsere Systeme, also iOS, macOS und so weiter? Weil da gibt es ja durchaus einiges, was man mit KI doch noch verbessern und aufhübschen könnte. Ja, und also wir denken jetzt immer so an riesige Firmen und so weiter. Klar, es sind riesige Firmen, die sowas auf die Beine stellen können. Das ist klar, das ist jetzt also nicht mehr nichts für winzige Startups mehr. Aber Apple ist ja irgendwie auch so die Firma für Selbstständige, für Freiberufler, für Leute, die irgendwie in Apple so eine Art Assistenten sehen, ne? Mit dem sie dann mehr hinbekommen als alleine oder mit einem Windows-Computer und so. Ne? Also ich finde schon, dass Apple mir in vielen Punkten so ein bisschen den Rücken so frei hält. Finde ich schon. Also das ist auch mein Anspruch irgendwie. Und künstliche Intelligenz ist da einfach nochmal ein Turbo. Ne, dass ich sage, hol mir mal aus diesem Wikipedia-Artikel die relevanten Punkte raus oder mach mal ein Fact-Checking, das und das. Ne, oder formuliere das alles mal um. Das ist zu lang, kürzt das mal irgendwie auf die wesentlichen Dinge. Oder ich bringe oft die Gegenwarts-Vergangenheitsform so ein bisschen durcheinander. Dann ist praktisch das eine ist und man sage ich dann war und so, ne, und korrigiert es mal alles, dass es alles den Past Tense hat und so. Ne. Das sind doch nützliche Sachen, da tue ich keinem weh, da verletze ich kein Recht, da will ich auch in Ruhe gelassen werden, ehrlich gesagt. Ne. Dann möchte ich ein schönes Cover haben für das Buch, ohne dass ich arm werde. Warum soll es schlecht sein? Ich will nicht, dass das mir kaputt gemacht wird wieder. Michael. Ja, im Grunde bleibt es beim Dilemma der Auseinandersetzung zwischen, oder die beiden Pole sind Atombombe und auf der anderen Seite Atomkraftwerk. Nicht das eine ist nützlich für den Menschen und das andere zerstört den Menschen. Und ich denke, dass die KI jetzt in diesem Bereich hier auf einem überhaupt nicht materiellen Sektor, sondern eben auf dem geistigen Sektor mindestens die gleiche Sprengkraft beinhaltet wie das Dilemma, das ich gerade angesprochen habe. Und insofern sind wir schon nicht nur der Bequemlichkeit ausgesetzt, denn vieles von dem, was wir gerne nutzen an den Möglichkeiten, die uns diese künstlichen Assistenten dann bieten, sind ja auf dem Gebiet der Bequemlichkeit angesiedelt. Ich nutze das gern, weil es mir das Leben einfacher macht. Auf der anderen Seite ist eben der Preis, den ich dafür zahle, dass der Mensch gläserner und nochmal gläserner und nochmal gläserner wird. Ja. Und manche dieser Dinge funktionieren nur sicher und lokal. Ich habe euch diese Bildgenerierungssoftware gezeigt. Es ist doch wirklich völlig offensichtlich, dass man da auch mal Dinge eintippt, die Nachbarn nicht sehen sollen, oder? Also so. Und das macht Spaß. Also ich habe es getan. Und einfach mal, um zu gucken auch irgendwie, ne, und will man dann, dass das irgendwie auf irgendeinem Server landet, um das System weiter zu schärfen? Also ich glaube, wenn das losgeht, dann geht alles wieder bergab. Ne? und also es gibt da schon auch eine Drift hin zu lokalen, privaten, kleinen Systemen und so weiter. Es muss nicht immer alles so Big Tech irgendwie sein. Die sollen schön vor sich hinrechnen, damit diese Gehirne klug werden. Und dann sollen sie uns das geben. Ja, die Frage, wie groß ist dann so ein Gehirn in Gigabytes, ne? Oder sind es Terabytes oder sowas, ist erstaunlich wenig. Ich kann jetzt vielleicht mal in meiner letzten kleinen Zugabe euch mal erzählen,
Also wo steht Apple da jetzt vermutlich? Was gibt es so für Gerüchte? Und zwar, also die Frage ist ja, wollen die jetzt überhaupt zu einer Konkurrenz werden zu OpenAI mit diesem ChatGPT oder Google? Also wollen die jetzt in iMessage da irgend so einen Bot einbauen, der einen da Fragen beantwortet oder so? Ne? Ist es das? Also eine Konkurrenz zu Google hätten sie schon immer aufbauen können, wollten sie aber nicht. Vielleicht ändert sich das jetzt, vielleicht ist das zwangsläufig so, ne, dass das nicht anders geht. Aber was weiß man so über diese Projekte? Und angeblich arbeitet Apple an diesen Large Language Models, ne, diesen Sprachengines, mit 30 Milliarden Parametern. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt schon welche, an denen geforscht wird mit einer Trillion, also 1.000 Milliarden. Sie sind jetzt bei 30 Milliarden. Aber sie haben da ein Paper gerade veröffentlicht. Also die Entwickler von diesem künstlichen Intelligenz bei Apple haben die Erlaubnis, dass sie solche Forschungsergebnisse auf so wissenschaftlichen Portalen veröffentlicht werden. Weil wenn sie dann von Apple weggehen und haben nichts veröffentlicht, dann gelten sie in der Wissenschaftsgemeinde nicht, ne? Also das Gewicht, das ein Wissenschaftler für weitere berufliche Schritte auf die Waage bringen muss, bemisst sich an solchen Papern und wie oft man zitiert wird von anderen. Und deswegen müssen die solche Paper veröffentlichen. Apple sagt, ja gut, dann erlauben wir euch das, aber wir erlauben es nicht unseren elektrischen Ingenieuren und so weiter. Das dürft nur ihr. Und da wurde jetzt was gerade veröffentlicht, wo sie sagen, wir haben ein Modell, das kann sich schlagen mit den besten derzeit öffentlichen, also ChatGPT 3.5, und ChatGPT 4 und Gemini 1.5 von Google. Und wir schaffen das mit nur 30 Milliarden Parametern. Und das ist also das, was ich dort gelesen habe. ChatGPT hat verschiedene Versionen, je nachdem, ob es kostenpflichtig oder kostenlos ist. Und das geht dort von 20 Milliarden bis zu 175 Milliarden Parameter. Apple hat 30. Da können wir schon ein bisschen so sehen, ja. Und über ChatGPT 4, die beste Engine zurzeit, wenn auch der Vorsprung kleiner geworden ist, da weiß man gar nicht, wie viele Parameter das verwaltet. Man munkelt, es hätte 1,8 Trillionen. Ja? Also 1.800 Milliarden. Apple sagt, sie haben 30. Also, da sind sie also weit abgeschlagen, aber das sind ja auch erstmal nur so Forschungsmodelle vermutlich. Bloomberg hat gesagt, Apple hätte ein Budget von $1 Milliarde, das sie da raushauen können für so Server-Runs, um solche Modelle zu erzeugen. Und ich denke, Tim Cook gibt sicherlich auch mehr aus. Es gibt anscheinend bei Apple das Projekt Ajax. Das ist so eine Art ChatGPT-Clone. Und manche nennen das auch Apple GPT. Das scheint dann also wohl die Anwendung zu sein, die auf diesem Ajax dann basiert. Und das ist das, was man weiß, so aus der Apple-Blase. Und Tim Cook hat dazu ein Zitat gesagt, das der Michael ganz am Anfang schon erwähnt hat. Er sagt, we view AI and machine learning as fundamental technologies and they are integral to virtually every product that we ship. Und weiter, we are excited to share details of our ongoing work in AI later this year. Also, wenn Sie da was ankündigen, dann müssen Sie auch was haben. Das habe ich gerade vorgetragen. Liebe Leute, das wäre es gewesen von diesem Beitrag. Ich gucke nochmal ganz schnell in die Kommentare, ob dort sich was angesammelt hat. Ja, das ist der Fall. Blue Gonzo schreibt dazu Folgendes. Keine KI schafft das deutsche Steuerrecht. Letztlich sind es aber Regeln und Ausnahmen und so weiter. Ne? Also da wäre ich mal, also ich könnte mir sogar vorstellen, das könnte eine der ersten Bastionen sein, die da fallen. Und dann Wang Sava sagt, ich finde das Thema auch sehr interessant, kann auch jetzt verstehen, warum die Großen davor warnen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was mit noch mehr Rechenpower alles Böses damit gemacht wird. Schade, aber leider geht die Motivation meist in diese Richtung. Unvorstellbar, wie toll die Welt aussehen könnte, wenn die allgemeine Gier nicht so groß wäre. So, genug philosophiert. aber letztlich, wenn diese Firmen nur das Gehirn zur Verfügung stellen und sagt, da könnt ihr mal reinschmeißen, was ihr wollt, und mal guckt, was rauskommt, ne? Dann liegt es ja an uns. Und wir sind die Guten und wir werden damit gute Dinge machen. Also ich habe damit eigentlich nur gute Ideen.
Und Leonard sagt, ist nicht in der Foto-App, zum Beispiel auf dem iPhone, nicht schon lange eine Bildanalyse per KI im Spiel mit dem Zauberstab? Ja, genau. Da sehen wir wieder dieses Zusammenspiel, diese drei Komponenten. Einmal das Gehirn, dann das Bild, das ist der zweite, das schleust man da rein und ein Befehl, nach welchen Kriterien soll das Bild abgetastet werden? Nach Sehenswürdigkeiten, nach Landmarks oder nach Texten. Ne? Diese drei Komponenten hat man immer und so funktioniert das. Und das wisst ihr jetzt und das wäre es gewesen, was ich zu diesem Beitrag zu erzählen hatte. Und jetzt machen wir Schluss, liebe Leute. Das war ein sehr, sehr, sehr langer Beitrag. Wir werden ihn auf die Hälfte zusammenkürzen. Aber manche Dinge brauchen auch ein bisschen seine Zeit. Jetzt kommt der Basti dran, der wird uns erzählen, was sich bei Apples Prozessoren tut. Und ich wage mal die Vorhersage, dass es auch was damit zu tun haben wird. Ist ja absolut logisch. Rechenleistung muss jetzt irgendwo herkommen. Und den dritten Beitrag werden wir vielleicht gar nicht mehr schaffen. Aber jetzt kommt erst eine kurze Pause. Also, liebe Leute, bleibt dran. Erfrischt euch. Ja, macht eure Gehirne wieder locker und es geht gleich weiter. Bis gleich.